Hallo und herzlich willkommen. Hier ist meine Folge hier auf der Karte in Thüringen, Version 3.101. Ja, nochmal vielen Dank fürs fleißige Reinschauen. Und ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag. Natürlich auch fürs Liken und fürs ein oder andere Kommentar. Ob nur hier oder bei Kettle und Kopf oder bei NF Marsch, ne? Ja, ich habe erstmal den Drescher reparieren, also die Wartung durchführen mit dem Schneidwerk. Dann kann ich das Steinwerk wegstellen. Das brauche ich erstmal nicht mehr. Und dann können wir da. Oh, starke Bauer. Ich habe die Maus gesehen. Den Pfeil. Und dann ohne Absicht. Oh, das Video erhöht sich auch schon, ne? Ja, Gärreste will ich zum Düngen nehmen, ne? Komm durch. Ne, ne. Oh ja, keine Kollision. Sonst wäre das schief gegangen, ne? Gut, zusammenklappen wäre eine Option gewesen. Jetzt ist schwierig. Wo lasse ich einfach stehen? Wo es nicht stört, ne? Das ist immer eine entscheidende Frage. Da eine Ecke rein. Ist ja auch so schwierig zu rangieren, ne? Ist ja auch so ein kein starres Element, wo man sagen könnte, jetzt kann man das einfach mal da so hinstellen, ne? Gucken, ob passt. Ja, zur Not halt, na, passt schon. In der Garage wollen wir nicht rein, weil für Sonnenblumen nehmen wir anders gebissen, ne? Da habe ich ja alles zwar nur eins, aber es reicht ja auch normalerweise. Und wenn nicht reicht, kaufe noch eins dazu. So. Das ist sogar heile. ja. Ich werde mal hier vorne mal kurz reinfahren, also ob aus dem Bereich raus ist, ne? Beziehungsweise ihr könnt es ja im Prinzip nutzen. Das haben wir jetzt für ein, erstmal Kursgenerierung, ne? Erstmal den alten Kurs löschen, das ist ganz wichtig. So. Kursgenerierung. Ein Fahrzeug. 12. 2. Mal doch 3 nehmen, ne? Das ist deswegen, weil er hier beim Wenden im Wald Probleme machen würde. So. Das ist jetzt Feld Nummer 12. Da sind wir in einem anderen Modus, ne? Ich muss es nur einstellen wegen Kursplay 12 gibt es einmal Nord. Das ist deswegen, dass der andere Abfahrer eben findet. Und hier haben sie hier auf 0, der passt. Und bei Sonnenblumen ist der Tag ja nicht so hoch, da können wir in einen Abfahrer nicht auskommen. Nehmen wir an. Und wenn nicht reicht, dann müssen wir halt, er muss geflügt werden. Wenn es nicht reicht, müssen wir halt entsprechend da reagieren und einen zweiten dazugeben. Ja, das mal klappt das hier. Brauchen wir sie auch nicht, dass man nicht klappt hat. So. Ist was faul. Ja, nix faul. Ja, hier war da ein Fahrer, ne? Nicht da. Da werden wir einstellen auf Feld 12. 12 Nord und einstellen. Ja, Hufwart kann ich jetzt gerne machen, ne? Gut. Ja,
Ja, hier klappt das schon. So. Und der will nicht. Den stelle ich erstmal weg. Oder verdoppelt. Das war jetzt doppelt. Wenn beide aktiviert sind, dann klappt das garantiert nicht. Deswegen klappt das auch nicht. Kurz beenden. Bremse. Dann soll er einen Kursplay übergeben und dann soll er weiterfahren und Stroh sammeln. Ja, mal fällt er durch den Stall durch, mal nicht. Ich habe die Kurse nicht eingefahren. Aber so im Großen und Ganzen funktionieren die Kurse schon, ne? Da habe ich sogar ein Förderband neues, aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir wollen erstmal eins machen und zwar die Ernte halt. Apropos Ernte. Heu. Die ist ja fast fertig, ne? Heu. Wir haben nur Heu fertig hier. Und entlassen, Kurs löschen. Ich nehme an, der Diesel wird reichen, ne? Kursgenerierung. 41. Und einstellen. Er meckert zwar, dass er getankt werden will, aber gut. Ansonsten. Naja. Risiko. So, hier. Kursgenerierung, Befehl 42, Vorwende zweimal, Beginn auf Feld rein und generieren wir ganz kurz. Den muss ich speichern, nicht weil das erst die Folge nicht schaffen werde, sondern wegen Aufnahme von Fahrzeug für reinfahren zum Lager. Das ist Feld Nummer 42. Feld 42. Heu. Schwatten. 14,8 Meter. Speichern, nicht zurück. Mal gucken, ob die gerade ausgefährt, ne? Kann passieren. Ja, hat er vor. Das ist jetzt mit Kursblick Punkt 1. Dann will er durch den Teich, ne? Und das wollen wir mal nicht vermeiden. Ich meine, er kommt durch, ne? Der fährt da einfach durch. Also rein theoretisch sogar unter Wasser. Muss ihn nur fahren lassen. Wenn du den einstellst, dann hast du ein Problem. So, wo ist er? Kann man nur sehen, dass es richtig trocken geworden, ne? Das ist schön. So fahren wir nicht durch den Wald. Das ist schlecht. Also die Felder sind eigentlich ungünstig für Schwatten und fürs Klee, ne? Also für die Art Arbeit jedenfalls, ne? Dann müsste ich beim nächsten Mal andere Felder nehmen. Aber mal schauen, ne? Wo will er hier wieder? Ach, da vorne, ja gut, okay. Der soll ja das aufnehmen. Der Big M ist fertig. Das ist gut. Entlassen. Und den checken wir auf. Ja, auf Hof 3 Tankstelle.
Gut, löschen. Und hier fehlt ein Feldrandkurs. Deswegen. Er braucht zum Brechen ziemlich lange, weil er keinen Weg findet. Ich fahre mal auf dem Feldweg. Dann macht er sich leichter, ne? Vom Fahren her. So, den schickt mal zurück. Dann mal durchschalten. Ja, das hat mir so gedacht, ne? Aber wenn was im Wege steht, kriegst du keine Fehlermeldung, keine aufgefallen. So. Gut. Das läuft. Anführungszeichen. Der ist fast fertig, das passt. Den Kurs muss ich jetzt mal löschen. Den alten Kurs. Muss ich mal hier reingehen. Und Feld 9 löschen und neu speichern. Das ist jetzt Schwartenwenden, Haussaat, Ernte, Feld 10 Ernte. Ja, ich hab's angeschrieben, ne? Da lass den mal weckern. Sonst haben wir ein Programm, einen Kurs drin, der dann nicht funktioniert und ungünstig. Den werden wir auch gleich speichern. Feld 12. Geben wir mal schreiben. Ernte. Ne, mit E. Sonnenblumen. Blumen 12 Meter. Das ist ganz wichtig, weil der ist nämlich kleiner. Speichern. Dann gehen wir auf 9. Und den speichern wir auch. Wenn nächste Woche nämlich weitergeht, dann macht es sich besser, dass man da entsprechende Kurse gespeichert hat. Dann das gleiche passiert wie auf Feld 49, wo es nicht weiter ging, ne? Das ist aber jetzt auch richtig ungünstig, ne? Das nenne ich mal Sabotage. Feld 9, Ernte 13,5 Meter. Mein gut, der fährt das zurück, ne? Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber dass sie überhaupt so dicht dran sind und sich stören, ungünstig, ne? Sabotage. Aber der ist fast voll und er will dahin. Kann ich verstehen. Muss ich aber nicht. So. Ja gut. Also ich bin jetzt ein bisschen irritiert, also nochmal probieren. Und zwar geht es ja darum, dass ich da, dass er von alleine runterfährt und hinfährt, ne? Zum Ziel. Und das will ich jetzt mal gucken. Oder mal schauen in anderen Videos mal, wie das so gemacht wird, ne? Wie gesagt, ich möchte ja nicht unbedingt das ganze Stroh ernten. Zur Not kann ich auch noch Feld 10 was machen, ne? Ja, zur Not. Nee, es wird noch Heu gemacht. So. Jetzt bleiben wir dabei und gucken.
Nehmen wir aus. Könnte wahrscheinlich stören, ne? Er braucht's ja nicht, ne? Normalerweise hätte er mit dem Modus aufs Feld fahren sollen und dann da entsprechend anfangen. Eingestellt, passt. Ja, das passt auch soweit. Ist ja Grunde nebensächlich, ne? Kato ist fertig, hat sich auch leeren lassen, das passt. Normalerweise normale Helfer entlassen sich gleich, Kursplay-Helfer entlassen sich nicht. Die beenden nur die Arbeit, ne? Aber das ist dem Fall jetzt auch egal. Wie gesagt, ich schaue jetzt mal das an. Das funktioniert. Aber ich stelle mal so fest, ich muss hier die Feldrandkurse einstellen, damit er hier nicht am Feld, muss ich mal bei Gelegenheit das mal programmieren, ne? Das könnte ein störender Faktor sein, ne? Dass er hier nicht weiß, wie er fahren soll und den Punkt nicht findet, ne? Er sucht jetzt Straßenpunkt, den roten Strich folgt, den sucht er jetzt. Es wäre so ideal, wenn er hier am Kurs finden würde, denn die Gefahr, dass er durch den Wald fährt, ist doch recht groß, ne? Noch macht er ja voll, ne? Das haut nicht hin. Berechne Fahrt. Es war doch anders gewesen, ne? Da muss ich nachschauen, nützt auch nichts. Aber er fährt jedenfalls immer los, ne? Mal schauen, wo er hinkommt. Durch den Baum, ne? Ja, nicht. Wie gesagt, den Feldrandkurs, den blauen muss ich mal einfahren. Es kann auch ein grüner sein, das ist egal. Wenn er jetzt zu Feld Nummer 37 Dings fährt, ist es verkehrt. Ich kann mit dem Punkt nichts anfangen, deswegen so. Weil normalerweise müsste jetzt hier den Punkt grün anzeigen, wo er hinfahren will. Ah, ja, das ist. Er fährt hin, ne? Das ist wohl beladen, ne? Wo er ist. Das wäre das richtige Symbol. Könnte sein. Könnte gewesen sein. Die Symbole sind ein bisschen für mich jetzt immer irritierend. Aber wir sind noch mal bei. Wir gucken das noch an. Beim nächsten Mal können wir Feld 10 nehmen, ne? Tja, dann geht Bandloch mit Mais, ne? Und da geht es dann Richtung Silo, ne? Und da ist E-Drescher-Modus dran, ne? Das habe ich hier nicht gemacht, das ist der Kollege, der es gemacht hat. Also die Kurse gibt's, also den Kurs gibt es beim Forum, beim Castor. Hat da mal so ein freundlicher Kollege reingestellt. Müsste vielleicht das mal schaffen, einen Link in der Beschreibung mit zu machen. Das müsste ich mir mal vornehmen und mal machen. Morgen wäre dafür Zeit. Denn morgen mache ich keine Aufnahmen. Morgen mache ich wahrscheinlich Bearbeitung. Ja, soweit wie möglich. Und dann mache ich am Freitag in aller Ruhe den Marsch. Da bin ich ein bisschen früher zu Hause von der Spätschicht, da haben wir um halb 10 Feierabend. Da bin ich 19 Uhr zu Hause, schön baden, wahrscheinlich Armut essen und dann nachher in aller Ruhe die Aufnahmen machen, ne? Ist ja nur eins, kein Stress. Zur Not, meine
wenn man mal nicht schaffen würde, ja, würde ich sagen, okay, kommt keine Folge, aber so allgemein, es ist bei 7, bei 21 Folgen in der Woche theoretisch machbar. Also ich finde sogar in der Spätschicht sogar eher besser als in der Frühschicht. Weil nach der Arbeit bin ich mal richtig so ne, 3:30 aufstehen. Ihr wisst, bin da kein Freund von. Und dann nachher, na, Sonnenblumen. Können wir verkaufen näher. Ich bin nur gespannt, ob ich jetzt ablehne, ne? Das ist mir jetzt entscheidend. Ist ja wieder was anderes, ne? Heißt beladen, ne? Und das andere heißt abkippen, ne? Ja gut, das wollen wir ändern. Und zwar in der nächsten Folge, ne? Also hier ist wieder ein Fehler drin. Abkippen wäre ja das Prinzip jetzt hier. Mal schauen, was trotzdem macht. Und wenn nicht, dann muss ich halt eingreifen, ne? Da könnte man auch den Kurs nehmen für Milch. Den anderen Kurs halt löschen, ne? Ja, das war mir klar. Das kippen wir noch mal rein in Stall. Abladen, Multisilo liefern. So, Standard nicht. Nee. Hier. Kuhstall, nee. Milch abholen, Multisilo liefern. Und, nee, Quatsch, hier. Multisilo liefern. Ich muss ja irgendwann eine Reihe kriegen, ne? Und da oben Feld Nummer 37. Nord. Aber Kühe kriegen wir Stroh. Aber ich sag schon mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, dann mal tschüss, ciao, ciao. Morgen geht's hier weiter in Thüringen. Am Montag und noch einen Rest schönen Sonntag, ne? Klar, ne? Klar, logisch. Tschüss, ciao, ciao. Und bis, ja, morgen zur selben Zeit. Nur einen Tag später. Tschüss.